Raus, ich kann Sie das nicht setzen jetzt ertragen. erstmal die Maske auf und schauen in diese Richtung. Bitte, bitte geh raus, ich ertrag das nicht mehr. Dieses Geräusch, oh mein Da Gott. lag auch noch Ich werde Stroh. sie hier gleich rausholen und dann ist die Story vorbei. Jetzt setzen. Ob du die Blinker immer anmachst? Nein. Sicher? Ja. Ich glaube dir irgendwie nicht. Ach, guck mal, da setzen sie eine Maske auf, die wollen uns jetzt überfallen. Warte. Ey. Was? Wart. Ja, wie aber? Wie bitte? Das ist schlechte Idee. Hoch. Mir reicht. Hände da oben jetzt. Warte. Pack das Handy weg. Die hat die Bull gerufen. Steig ein. Die hat die Bull gerufen. Nach oben. Du hast jetzt 3 Sekunden, bevor ich dich über den Haufen schieße. Nimm die Waffe jetzt weg. Das Wort drückt dir gleich an. Steig ein. Mach hoch die Hände jetzt, Alter. Steig jetzt ein. Das Wort kommt gleich. Nein. Ich glaube, es hackt, Alter. Schlagen wir euch mit der Axt kaputt. Ja, ich schreib mal dem Noel. Dann schreib du mal dem Noel. Ja. Hey. Guten Tag. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, ne? Aufpassen? Ja, hier waren gerade ein paar Nausen, die wollten uns überfallen. Echt jetzt? Ja, mit einem 370Z. Roten. Okay. Also weiß Bescheid. Ja, danke. Die schießen auch, weil die doof sind. Ich meine, es wäre halt gar nicht mal so dumm, weil wir hätten halt Geld dabei gehabt, ne? Ja, ich weiß. Aber die haben ganz schön den Schwanz eingezogen. Der eine ja nicht, aber der andere irgendwie. Noel macht, die machen sich ran. Aber der andere hat echt Schiss bekommen, ne? Ja. Ja, spätestens beim Tuner. Wir können den Namen trotzdem noch rausholen beim Tuner. Der hat den Namen. Von den 350Z mit der Unterbodenbeleuchtung. 370. Ja, die holen wir uns auch gleich den Namen. So nicht. Gegenüberstellung Lakeside HQ, bitte einmal einfinden und warten, bis man sie eventuell ruft. Noel. Hä? Ja, Noel hat geschrieben, Gegenüberstellung Lakeside HQ, bitte einmal einfinden und warten, bis man sie eventuell ruft. Ja, okay. Lol, Noel ist verlassbar. Okay. Ja, wir kennen die ohne ihr Auto und ohne Masken nicht. Wir kennen die aber mit den Masken, wenn die dabei hatten. Die haben sie bestimmt dabei. Wenn die dabei haben. Hallo. Hallo. Mädchen. Guten Tag. Hallo. Ja, moin. Ich bin Günther. Sind die echt erwischt? Ja, du, ich warte auch noch. Achso, habt ihr die echt erwischt? Ja, unten steht ein roter. Ja. Na, da war so eine Kiste. Also, wir haben sie nicht erwischt. Ich habe halt die Information weitergegeben. Ach so. Wir wollten uns eigentlich auch auf den Weg machen, aber dann war es schon zu spät. Also haben die schon erwischt bei irgendwelchen Schandtaten? Jetzt haben sie nämlich das Problem mit der Waffe. Keine Ahnung, müssen wir ja mal gleich herausfinden. So viel dran ist, wie die Set fahren, nicht so. Ne, schon gar nicht mit roter Unterbodenbeleuchtung. Hey. Erstmal, hallo Fettchen. Und, ja. Hallo. Sorry. Sorry. Ich kann meinen Namen nicht mehr, ich hab heute... Komm ich doch! Hä? Was? Oder? Der? Wo bin ich? Nee, den Oh, sie sehen jemanden sehr ähnlich, der. Entschuldigung. Ja. Ja? Hallo! Hi! Hi! Irgendwas, dass ihr über mich lacht, oder? Nee, er drin hat mir gerade so herzlich gelacht, deswegen alles gut. Wenn, dann lachen wir sie an und ich aus. Ach, das ist gut. Lachen mit ihm. Was, wenn ich nicht lache? Kein Problem. Dann lachen wir für sie. Okay, dann kommt ich geh mich vergraben. Damit hab ich jetzt ist auch besser so. Das müssten sie gerade sagen. Vielleicht fliegen die Treppe runter. Bam! Hey! Jetzt weißt du. Jetzt kriegst du Ärger. Ich hab ihn aber nicht mal getroffen. Jetzt hast du ein Problem, ne? Sag dir das, der Typ ist gefährlich. Hat der eine Waffe? Ich soll so nach Thomas gucken. Da stehen welche auf dem Parkplatz.
Bin ich da. Sind Sie ein Officer? Noch hast du die Chance zu rennen. Er sieht mich nicht. Also ich würde rennen. Ich glaube nicht, dass er mich jetzt hier im Polizeipräsidium abschießen möchte. Nee, das glaube ich nicht. Na, schießen glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Wo ist er? Nur ein bisschen verprügeln. Au. Ich wollte gerade sagen, abschießen ist zu laut. Nehmen Sie einfach eine Spitzhacke und eine Axt. Hauen Sie einmal auf den Kopf. Nein. Ja, ich hab's doch gesagt. Bitte nicht hier. Und einfach mal auf den Kopf hauen, dann geht er schon. Gerne mit einem Herrn. Ich hab's doch gesagt. Denken Sie sich mit Ihnen an. Und geben Sie ihm eine Kopfnuss. Das wusste ich noch nicht, Entschuldigung. Ja. Das Problem ist, ich hätte auch ein Langeisen rausholen können, aber das wäre hier ist es ein bisschen doof. Ausgehen. Ja. Entschuldigung. Warte, das geht, das können wir schon ändern. Warten Sie ganz kurz. Oh, er hat sich entschuldigt. Hallo. Ja, das wusste ich. Bitte sagen Sie es nochmal. Entschuldigung. Ich bin der Kehrer. Bitte, ich bitte aber nicht ein Wort haben mit dem ganzen Satz. Es tut mir leid. Der Herr. Hätte ihn das so besser. Hört man ja auch selten. Ja. Gut. Hier jetzt. Übung. Auf 3! Okay! 1, 2, 3, 4, 5. Ha! Jetzt bin 6, ich auch cool. 7, 8, 9, 10. Ist sie kalt? Und auf Boden Nummer 10! Nochmal! Aber Moment mal, sie sind nicht höher als. Obwohl sie schlagen mich, ne? Hallo? Ist ja? Okay. Runter. Ich geh doch auf, da drin rumzuschreien, Mann. Ja. Hallo, Herr Officer. Nein, mit dir möchte keiner reden. Geh weg. Wieder runternehmen. Sie hier sind der Herr Fred Schien. Und wieder runter. Ja, das ist richtig. Ja, dann folgen Sie mir. Die Dame gehört auch dazu. Ich danke Ihnen. Danke. Was? Kommst du mit? Noch? Ja, ja, ich bin ja, die gehört dazu, die war dabei. Ja, was ist denn mit dir? Die ganze Familie ja, hier. Ja. Ja, los. Was für eine... Was? Sehr schön, nach ihm. Ja, hallo, Fritz. Hallo. Hallo. Tada. So, wir gehen hier vorne mal kurz in den Raum rein. Okay. Eine Frage. Oder sowas von Ihnen, oder? Haben Sie die Personen gesehen? Wollen Sie sich einen neuen suchen, oder? Also, den einen habe ich ganz kurz im Fahrzeug gesehen, wie er gerade die Maske aufgezogen hatte. Also, die kam in die Mine reingefahren mit so einem 370Z mit roter Unterbodenbeleuchtung. Und dann hat der eine sich die Maske aufgezogen, der andere hatte schon eine auf, mit so einer langen Nase, so eine Maske. Okay. Und dann hat der eine sich auch noch übergezogen, dann sind sie raus mit der Knarre, haben auch wild rumgeschossen, wie bekloppt, und wollten uns überfallen. War jetzt richtig. Ja. Okay. Also eine Maske mit einer langen Nase. Ja, so eine komische Maske war das. Das haben sie zu 1000% erkannt. Ja. Waren die Herren mit einem Mercedes unterwegs? Nein, 370Z in Rot. Mit roter Unterbodenbeleuchtung. Kannst du mal prüfen, ob das Fahrzeug Unterbodenbeleuchtung hat? Und? Hat er Licht unten drunter? Hm. Also, jetzt. Das Fahrzeug hat rote. Alles rote. Ja, nee, also diesen. Ja. Ich muss das jetzt mal Revue passieren. Genau. Können Sie irgendwelche Klamotten der Herrschaften nochmal Revue passieren lassen? Außer die Clownsmaske. Ali Montez, Blake Montez. Da habe ich jetzt nicht so genau. Die hatten noch Scharnhosen an, oder nicht? Und ich glaube, eine Weste, der eine. Ja, ne? Also der eine müsste ein helles Oberteil angehabt haben und der andere, glaube ich, ein dunkles Oberteil. Wer sind Sie denn? Hallo? Also Scharnhose, helles Hemd und der andere ein dunkles, ja? Hallo? Wenn ihr mich richtig erinnert, ja. Oder es ging auch alles ziemlich schnell, deswegen, das war, ja. Okay, wenn diese Herrschaften jetzt einen Satz sagen würden, was haben die denn gesagt, explizit? Ja. Um das Revue passieren zu lassen. Ja. Hände hoch. Unser gibt's morgen. Wenn nicht, ja? Hallo. Ich will jetzt die Hände hoch. Sicherheits Polizeimann. Ja. Ja, sie kriegen gleich hier gar keine Hilfe, wenn sie noch weiter durch Sakku schreien. Danke. Okay. Haben Sie diese Stimme rein zufällig erkannt? Mhm. Ja. Ja. Gut. Das war ziemlich, ja. Als sie sich so weggedreht haben, war mir alles klar. Ja. Okay. Also, guten Tag. Ich würde Sie gerne einmal bitten, dass Sie mit mir mitkommen. Ja. Ich zeige Ihnen jetzt die Herrschaft. Ja. Ja. Mit und ohne Maske, bitte. Die Maske haben wir nicht. Auch nicht im Auto. Rokati, kannst du dann auch bitte mal die Maske mitbringen? Von dem Clown? Das waren 10. Von dem Clown. Jetzt der kommende Samstag für ihn okay wäre.
wäre. Eben hatte ich noch 4 SOS-Knöpfe. Ich habe erstmal 2 weggeworfen. Ich habe auch noch einen. SOS-Knöpfe? Los mit dir. Quinn. Herr Toastik, ich werde mal eben schnell durchfunken und dann warten Sie kurz, ja? Genau, die 90, wir fahren. Also du fährst. Ich war ja auch undercover. Machen Sie in Ruhe. Bauen Sie. Jawohl. Ganz genau. Und der andere ist der andere. Da hinten. Doch. Der hat aber mehr Bauch, ne? Das ist unser Auffall. Er hat sich auch umgezogen. Gleich. Also das hier. Auf jeden Fall. Ja. Aber was ist das? Die ganze Zeit der hat sich umgezogen. Er hat sich selber umgezogen. Kein normaler Mensch würde sowas tragen. Richtig. Der sieht richtig scheiße aus. Aber der da, der hat doch die Sachen an. Kann dir mal was sagen? Ja, komm so mit. Frag doch mal nach, wie lange wir brauchen. Okay. Hast du auch gehört? Was denn? Ich werd dir drin gefoltert. Hilfe. So, der Herr in der Tarnhose. Können Sie mich verstehen? Hallo? Frank, bist du's? Frank Wiete. Können Sie bitte einmal folgenden kurzen Satz sagen? Und zwar, Herr Officer, Hände hoch. Ich werd gefoltert. Hände hoch. Bisschen aggressiver. Hände hoch! Ja, folgendes. Wow. Okay, gut. Und jetzt der andere Herr. Ich weiß nicht, wie ihr Name ist, weil ich mit ihm nichts zu tun hatte. Würden Sie auch bitte einmal sagen, Hände hoch? Mr. Schlechter Kleidung. Ich sage erst was, wenn ich aufgehört, hier wäre zu foltern. Ich höre die ganze Zeit so död. Was soll das? Kommen Sie mal. Er soll mal sagen, das Wort kommt gleich. Das ändert nichts an meinem Problem. Sagen Sie mal, das SWAT kommt gleich. Was kommt gleich? Das SWAT kommt gleich. Wieso kommt das SWAT gleich? Oh Mann. Sie sollen den Satz wiederholen, den ich Ihnen vorgebe. Das SWAT kommt gleich. Ja, das SWAT kommt gleich. Aber schalten Sie diese komische Box ab, dieses ganze Zeit. Ja, ich werde Sie doch komplett irre, ich drehe hier gleich durch. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen, das ist in Ihrem Kopf, das werden wir gleich ändern. Man kann mich ja gleich, keine Ahnung. Oh, hast du die Maske mit? Ich in irgendeine Klinik. Das regt mich auf. Holen Sie mich hier raus. Ich verklag Sie noch alle. Folterei hier. So. Oh, ich werde hier komplett irre. So, Herr Wiete. Ich würde Sie gerne einmal bitten. Was sind hier, oder? Bitte, was denn? Die Maske aufzusetzen. Ja, schon gut. Ja, alles klar. Haben wir irgendwie eine Party oder so? Ja, wir haben hier richtig große Party. Machen Sie mal. Ja, kein Übel. Oh, wie soll ich die jetzt aufsetzen? Hilfe. Nein, bleiben Sie doch da. Dreh ja auch gleich, wenn Sie gleich so leise reden können. Ja, das... Können Sie bitte einmal die Maske aufsetzen, Davide? Jetzt will ich nicht mehr. Der Kollege hat mich erschreckt. Ah, oh, Junge. Kommen Sie, ja, Herr Bukati, kommen Sie mal wieder. Ja? Oh, ja. Jetzt? Okay, jetzt können Sie sie wieder abnehmen. Genau. Jetzt das muss ich auch mal machen. Das ist ziemlich dumm hier drin. Ja, ich mache Ihnen später das Licht an. So. Ich bin gleich wieder da. Leiser bleiben. So. Ja, die Folter, die hat bald ein Ende. Hier rausholen. Ja, ich dreh durch bei dem Geräusch. Ich dreh durch, bitte, hol sie mich hier raus. Ich kann das nicht ertragen. Sie setzen jetzt erstmal die Maske auf und schauen in diese Richtung. Bitte, hol sie mich hier raus. Ich ertrag das nicht mehr. Dieses Geräusch. Ja, da lag auch noch Stroh. Ich setze die Maske durch. Haben Sie Ohrenstöpsel? Ja, hab ich. Dreh am Rad. Können Sie doch mal Stroh dazu? Dreh am Rad, der auch. Zwei identifizieren. Oder haben Sie gegebenenfalls an der Stimme doch was erkannt? Wegen der. Also, wie sagt man, könnte halt passen. Der hat ziemlich auch geschrieben, ja, das SWAT kommt gleich und so. Und das hätte halt irgendwo gepasst, aber er sieht halt anders aus wie eben. Ich meine, kann ihn halt nicht wahnsinnig gut erkennen jetzt. So, also, der eine hundertprozentig. Also, der linke hundertprozentig. Ja. Aber wer zieht denn freiwillig Klamotten an wie der da? Das ist ja. Ja, das weiß man nicht. Ja.
Also, ich will nicht zu nahe treten, aber warum trägt er Sandalen? Ja, weil es warm. Okay. Das ist argumentativ in Ordnung. Na dann, was? Also der linke Herr wird identifiziert zu 100%, bei dem rechten sind sie nicht sicher. Ja, genau. Ich meinte ja auch hier Tarnhose und Hemdoberteil und so passt ja dann. Ja, richtig, das passt ja alles. Okay, gut. Also sie sind erstmal entlassen, ich bräuchte nur noch mal ihre Personalien. Ja, ich werfe ihn erstmal rüber. Weil kein Richter am Start, ne? Und das heißt jetzt, was passiert ist mit dem Herrn, den wir hundertprozentig identifiziert haben? Na, wir werden ihn jetzt wegen den Punkten Bedrohung und dem Überfall. Ja, und der hat geschossen, ne, mit einer scharfen Waffe. Das ist der Typ gewesen. Ja, aber hat der die geschossen oder der andere? Ja, der. Genau der. Genau der hat geschossen, ja? Okay. Richtig. Das ist auch wichtig, alles klar, weiß ich Bescheid, dann wird auch wegen unerlaubten Waffenbesitz. Der hat, und wir haben jetzt zwei, drei Einschusslöcher in unserem Fahrzeug, ne? Dafür müsste er ja auch noch aufkommen. Also Geld. Ja. Du musst ja so oder so zahlen, also von daher Sachbeschädigung. Also, welche Punkte habe ich? Sachbeschädigung. Warum heißt das? Gut. Sachbeschädigung, Rauch, Bedrohung. Unerlaubter Waffenbesitz. Okay. Also. Waffenbesitz. Und der hat die auch genutzt, ja? Ja, natürlich. Ja. Aber wie so ein Psychopath. Okay. Gut, also in diesen Punkten werde ich mich jetzt gleich mit meinem Kollegen beraten. Da wir keinen Richter am Starter haben, müssen wir das selbst übernehmen. Okay. Und dann wird er seine Strafe dafür bekommen. Alles klar, wir danken Ihnen. Also wenn wir sie nochmal brauchen sollten, dann werde ich sie wahrscheinlich kontaktieren. Okay. Alles klar, danke schön. Dann wünsche ich ihm was. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. 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 Sollten wir mal den Wagen durchsuchen hier. Den Audi? Ja. Ja, da kriegt er seine Dreck. Der war nämlich der Axttyp, ne?